Nee, warte, wer soll denn doch sagen, was meine Eltern mir das denken? Ja, da hast du mir doch eine ganz, ganz einfache Antwort drauf gegeben. Aber ich hab so gemacht. Was ist das? So was von. Genug hierher zu kommen. Ich hab Tanzen mit Kravika. Kann ich das anschauen? Zurück in die RSG-Halle in Schmieden. Wir befinden uns gerade in der direkten EM-Vorbereitung. Die Dasha ist natürlich auch dabei. Jetzt geht's aber nicht ums Training, sondern wir gehen jetzt zurück in die Vergangenheit und zeigen euch und erzählen euch etwas zu unseren ersten Schritten in der rhythmischen Sportgymnastik. Ich habe 2010, also als ich 6 Jahre alt war, mit rhythmischer Sportgymnastik angefangen. Ich habe ganz viel rumgetobt, rumgeturnt und mir selber Brücke, Spagat, Radschlag und Handstand beigebracht. Und dann haben meine Eltern mich zum Ballett geschickt, aber das hat mir nicht wirklich gefallen. Und dann wollten mich meine Eltern zum Turnen schicken und meine große Schwester zur rhythmischen Sportgymnastik. Aber meine Eltern haben in Berlin gearbeitet und ich aber in Potsdam gewohnt. Deswegen sollte mein Opa uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Und dann meinte mein Opa, nee, ich fahre nicht an die 2 unterschiedlichen Enden von Potsdam, sondern ich nehme das, was näher dran ist. Und das war dann die rhythmische Sportgymnastik. Also kann ich meinem Opa verdanken, dass ich jetzt hier gelandet bin. Danke, Opa. In 2009, als ich 3 Jahre alt war, habe ich mit rhythmischer Sportgymnastik angefangen. Meine Mutter hat früher auch rhythmische Sportgymnastik gemacht. Und so stand davor meine Geburt schon fest, dass ich es auch ausprobieren soll. Als ich auch klein war, habe ich gar nichts gewonnen. Ich habe nie eine Übung geschafft, da wo ich sauber turne. Erste Übung, als ich sauber gemacht habe, also zumindest ohne Verluste, war, als ich 10 Jahre war. Und das war genau in Israel. Und das hat mich sehr gefreut, weil immer wenn ich so kleinere Wettkämpfe gehabt habe, habe ich immer was verloren. Und wenn wir das erste Mal auf größeren Wettkampf gefahren sind, da habe ich das erste Mal alles gefangen und das war halt richtig cool für mich. Ich habe immer gewonnen. Ich hatte richtig Spaß am Turnen, beim Wettkampf vor allem. Auch beim Training hatte ich einfach Spaß und ich glaube, das konnte man auch sehen. Und das fand meine Trainerin toll an mir und sie hat auch gesagt, dass sie nie wirklich so schnell, also dass bei ihr keiner wirklich so schnell Fortschritt gemacht hat wie ich und meine Schwester auch. Und bei den Wettkämpfen, ich weiß nicht, ich hatte einfach Spaß vor dem Publikum da meinen Tanz abzulegen. Der Wettkampf hieß Teddy-Pokal oder so, Teddy-Pokal glaube ich, oder Teddy-Wettkampf. Das war damals bei uns in der Trainingshalle und der Wettkampf war in 2 Teile aufgeteilt, einmal ein Athletik-Part, wo man so Liegestütze, Sit-Ups, so ein bisschen was zeigen musste, so ein bisschen Spagat oder also einfach so nicht schwere Sachen. Und dann eine Übung oder 2, weil ich war sehr klein, ich glaube nur eine Übung. Und dann wurde ich Erste in der Übung und 2. in dem Athletik-Part. Ja, ich glaube direkt in die Sportart verliebt. Am Anfang hat mir nicht so gefallen, weil ich glaube mit 3 hat man einfach nicht verstanden, was du machst und so. Ihr Traum von ihr Leben war, eine Show mit seiner Tochter zu machen. Also, dass sie auch da zeigt, was sie immer noch kann. Ich glaube, sie war schon 35 Jahre oder 32 Jahre, als wir das gemacht haben. Und sie konnte immer noch alles machen. Und dann hat sie mich mit mir jeden Tag das geübt. Und dann haben wir das dann als Show bei uns daheim für alle gemacht.
Also meine Familie hat mich sehr unterstützt auf dem Weg. Halt auch mein Opa, der mich immer zum Training gefahren hat. Wenn es mal nicht so gut lief, dann hatte ich immer meine Schwester bei mir, das war auch gut. Meine Mutter und mein Vater, die haben mich natürlich auch unterstützt auf dem Weg. Die haben wirklich alles Mögliche gemacht, was man machen kann. Also auch Anzüge organisiert, wir sind zu Wettkämpfen gefahren und Privattraining gemacht. Ich hatte sogar mit einem Jongleur mal gearbeitet, damit ich meine Koordination verbessern kann. Also wirklich, meine Eltern haben da auch echt sehr viel gemacht. Als ich 12 Jahre war, hat meine Mutter überlegt, mich nach Deutschland zu schicken, weil ich schon von geboren einen deutschen Pass hatte. Und ich wusste erstmal nichts davon, dass sie das sich schon überlegen ohne mich. Ich war ein bisschen, okay. Ja, aber dann sind wir erstmal gekommen in 2018. Ich weiß genau, dass mich Frau Raskiner wegen der Sprünge sehr gelohnt hat. Das war schon sehr schön, weil ich wusste nicht, ob ich die gefallen werde oder so. Erste Training mit Dasha war mit meiner Mama. Und meine Mama hat sie angeschaut und hat mich sofort angerufen und gesagt, Julia, das Mädchen ist sehr schön. Also keine Frage, wir nehmen die Dasha. Ich habe sie erst mal gesehen, dann, es war Februar. Sie hat da gestanden, im Panschestand. Ja, und dann, wir haben angefangen, ihre Übungen anzuschauen. Erstmal ohne Musik. Sie hat gemacht so komische Gesichter und so und so. Und ich habe gedacht, okay, das müssen wir auch irgendwie ändern. Aber dann mit Musik, sie war plötzlich ganz anders. Mit Ausdruck gelacht, mit Musik, sie war ganz anderer Mensch. Und ich war so, Gott sei Dank, so lustig und so schön mit Musik. Und ich habe gedacht, okay, hier können wir was machen und dann fangen. Warst du da nervös ein bisschen oder nicht? Also sieht gut aus. Und dann war der Weg schon richtig schwer, weil ich noch nichts verstanden habe, wofür mache ich das? Will ich das überhaupt? Mit jedem Wettkampf war das besser und besser. Und dann habe ich verstanden, dass es schon meins ist und dass ich hier nicht einfach so gekommen bin, sondern schon für welche Ziele und für das, was ich wollte. Irgendjemand hat mir das Training hier organisiert, ein Probetraining, dass Julia mich halt beim Training anschaut und dann sagt, ob ich nach Spielen kommen kann oder nicht. Weil ich habe immer bei den deutschen Meisterschaften habe ich sehr oft gewonnen und dann haben die mich natürlich so ein bisschen in den Fokus genommen. Ja, ich habe mit ihr 2-3 Stunden trainiert. Sie war beweglich, man konnte schon sehen, dass sie hat ein Talent. Es war ganz schnell die Entscheidung, das Margarita zu nehmen. Und dann war ich hier zum Probetraining, 3 Tage, habe ich bei einer Freundin gewohnt hier und dann bei Julia trainiert und ich hatte wirklich so Angst. Ich habe mit den besten Gymnastinnen Deutschlands damals hier trainiert und für so eine 11-jährige Maga, das war wirklich sensationell. Ah, ich weiß noch, was das Besondere war. Und zwar in Berlin gab es immer einen Wettkampf, Berlin Masters. Und Frau Raskiner, also die Mutter von Julia, war da mit ihrer Gymnastin, mit Jana Beretzko und Laura Jung. Und ich durfte halt die Showübung turnen und dann habe ich ihr Hallo gesagt, weil ich kannte sie ja jetzt schon aus Schmieden und habe mich aber angefangen warm zu machen. Aber mir hat gar nichts geklappt. Da hat gar nichts geklappt bei der Vorbereitung. Ich habe da irgendeinen Mist da abgeturnt und dann gehe ich raus und es hat alles geklappt. Ich habe eine tolle Übung geturnt und dann war Frau Raskiner, ich glaube, sie hat Julia angerufen und meinte, sie ist bei der Vorbereitung, sie hat nichts gemacht. Und dann geht sie raus und war alles perfekt. Wir nehmen sie. Also irgendwie war so war das. Und als ich 12 war und hier hingezogen bin, war nur ersten Monat meine Mutter mit mir da und dann hat sie mich gelassen im Internat und dann war ich nur mit meinem Koffer und ohne Familie und ohne nichts und ohne Sprache und in irgendwelche andere Land und ich habe erstmal in der anderen Schule gemacht, da wo man die Sprache lernt und da musste man auch mit Bus fahren jeden Morgen um 6.20 Uhr habe ich aufgestanden, selber, ohne meine Familie, die mich immer geweckt hat. Die Trainingsintensität und das Trainingspensum war viel größer als zu Hause. Und dann
bin ich ja auch dann weggezogen von meinen ganzen Freunden. Und die erste Zeit war ich auch ohne Mama, ohne Papa, ohne Schwester hier, sondern wirklich nur ich und meine Oma. Und das war anstrengend und schwer und erst ja, schwer damit klarzukommen mit 12 Jahren. Ja, war schon richtig schwer, aber das hat sich gelohnt. Eben als wir die Übungen mit Mädels angeschaut, wo die kleiner waren und die waren sehr kritisch an sich. Und das finde ich nicht so. Mir hat sehr gut gefallen, wie die waren. Und ich habe immer sehr großen Respekt an erste Trainerin. Wir sind immer in Kontakt mit Margaritas Trainerin Silke Flügel und mit Darias Trainerin Elena Naumova. Die unterstützen die Mädels immer noch. Und auch wenn ich Schwierigkeiten oder ich muss was über Mädchen wissen, wie sind die beim Wettkampf, wie sind die bei der Arbeit, mit Verletzungen. Ich rufe immer die Trainerin, erste Trainerin an, weil die kennen das Mädchen. Die haben denen den Weg zur Gymnastik, zu dieser Sportart gezeigt. Heute habt ihr viel über unsere Kindheit erfahren. Zum Beispiel, als ich noch im Kindergarten oder zu Hause gechillt habe, war Dasha schon in der Halle und hat Sibirien unsicher gemacht. Aber wenn ich immer Zweiter und Dritter war, hast du alle Goldmedaillen schon abgestaubt. Wann habt ihr mit eurer Sportart angefangen? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat? Lasst ein Like da. 哇哦